Also ich persönlich würde mir mehr Sorgen machen, wenn da keine Stimme mehr in meinem Kopf wäre, denn dann ist man entweder hirntot oder erleuchtet, was ziemlich cool wäre. Aber mal im Ernst, wir alle haben Stimmen im Kopf, die unseren Alltag kommentieren, bewerten und manchmal störend dazwischen quatschen. Und diese nörgelnde, mies gelaunte Stimme nennen wir den inneren Kritiker. Bei einigen Menschen meldet sich der innere Kritiker eher selten und nur in bestimmten Situationen. Bei anderen gibt er zu jeder Kleinigkeit seinen Senf dazu. Das war ja klar, dass du das wieder nicht auf die Reihe bekommst. Stell dich nicht so blöd an. Irgendwann fliegt auf, dass du eigentlich nichts kannst. So wie der innere Kritiker mit uns spricht, so würden wir niemals mit jemandem anderes reden. Und doch hat der innere Kritiker uns eigentlich auch was Wichtiges zu sagen. Es kann jetzt aber auch sein, dass du den Begriff innerer Kritiker irgendwie schräg findest und das ist auch völlig okay. Du kannst diese Bewertung auch Stressverstärker nennen oder zum Beispiel den Antreiber oder auch den Drill Sergeant. Wir sollten das tun, worauf wir eigentlich gar keinen Bock haben, zuhören, was die kritischen Stimmen zu sagen haben. Kaum zu glauben, aber der innere Kritiker kommt eigentlich in guter Absicht und deswegen ist es nicht sinnvoll, ihn zu verbannen. Er ist ein Teil von dir. Lade ihn ein, seine Meinung mitzuteilen und er sieht unheimlich viele Potenziale. Er kann dich antreiben, Dinge besser zu machen und dich auch motivieren, selbstkritisch zu bleiben. Wichtig ist jedoch, mach ihm auch klar, dass es in deinem inneren Team Regeln gibt, wie man miteinander spricht. Und dass man freundlich und wertschätzend miteinander umgeht und dass jeder sich daran halten muss. Und danach schau dich vielleicht auch mal um. Wer ist denn noch so da? Gibt es auch liebevolle Begleiter oder, wenn dir das zu esoterisch klingt, Teamkameraden, Freunde oder Gegenspieler? Diese liebevollen Begleiter sind freundlich, unterstützend, aber eben auch ruhiger. Da ist vielleicht die Schulfreundin, die mit dir lacht und dich daran erinnert, was du schon alles geschafft hast, oder dein alter Trainer aus der Jugend, der dich fordert, aber dir auch vor jedem wichtigen Spiel sagt, das gewinnen wir. Der innere Kritiker ist bei Betroffenen von schweren depressiven Episoden meistens ein sehr prominenter und dominanter Vertreter des inneren Teams. Diese Kraft und Power hat er, weil er so wahnsinnig gemein und abwertend ist. Aber egal wie laut er ist, trotzdem sind da noch andere Stimmen, die sich womöglich nur sehr zurückgezogen haben. Wenn du mehr darüber lesen magst, schau gerne mal in unserem Blogartikel dazu rein. Aber vielleicht eine erste Hilfe ist, den inneren Kritiker nicht zu ignorieren, sondern ihn da sein zu lassen. Aber ihn als das zu betrachten, was er ist. Der innere Kritiker. Wenn der innere Kritiker also wieder einen Tobsuchtsanfall hat, versuchst du Abstand zu gewinnen, indem du nicht denkst, was er sagt, stell dich nicht so blöd an, sondern dir selber sagst, mein innerer Kritiker tobt gerade wieder und sagt doch tatsächlich zu mir, stell dich nicht so blöd an. Der spinnt ja wohl. Wie gesagt, hör dir die Position deines inneren Kritikers genau an. Danach mach dich aber auch auf die Suche nach wohlwollenden Unterstützern. Meistens sind die nur leise und zurückhaltend, aber sie sind da. Und du kannst deine Anteile besser kennenlernen, wenn du weißt, mit wem oder was du es zu tun hast. Hör mal genauer hin. Unsere Aufgabe ist es dann, dieses Team an einen Tisch zu setzen. Es geht nicht darum, den inneren Kritiker auszuladen, sondern alle Anteile zu Wort kommen zu lassen. Deine Aufgabe als Teamleiterin ist es, sich die unterschiedlichen Positionen genau anzuhören, alle zu Wort kommen zu lassen, mit dem Wissen, dass jeder Anteil gleich wichtig ist. Der Jugendtrainer ist genauso wichtig wie der innere Kritiker. Es ist an dir, beide Positionen aussprechen zu lassen und dann mit dem Wissen eine ausgeglichene Entscheidung zu treffen. So hörst du den inneren Kritiker vielleicht sagen, das wird doch nie irgendwas, sei lieber vorsichtig, während der Trainer dann sagt, trau dich, das Spiel gewinnen wir und danach den Pokal.